Die Lockerungen sind endlich da. Ich bin so froh. Die letzte Zeit war hart. Ganz ehrlich, der Rotwein war aus. Nicht? Ich hab wechseln müssen von Rotwein auf Ramazzotti. Das wünsche ich meinen ärgsten Feind nicht. Ja. Und jetzt war es aber super. Erster Tag der Lockerungen. Ich habe gesagt, Josef, jetzt gehst du auch was an, was Next, verstehst du? Nächster Film, nächstes Programm oder weiß ich nicht, du gehst zu Dancing Stars, wurscht. Oder du fährst zum Baumarkt. Super Idee. Ich brauche eher Reserveglühbirnen. Also bin ich ohne Reparatursedel am Vormittag gefahren zum Baumarkt. Am Anfang war es ein bisschen schwer. Ich habe nicht gewusst, wie man das Auto nüchtern startet. Bin dann mit zitternden Händen in Schlangenlinien gefahren zum Baumarkt, schleife mich ein im Halteverbot, lege meinen Behindertenausweis aufs Armaturenbrettl, steige aus. Ich glaube, das sehe ich nicht richtig. Da, eine Horde von stumpfen Menschen, die eh nichts brauchen, wirklich, in Wirklichkeit, ja, die nur ihrem stumpfen Herdentrieb gehorchen, stehen da alle vor mir. Nach 5 Stunden war ich erst im Baumarkt drinnen, habe dann einen Mitarbeiter gesucht, weitere 3 Stunden. Ich bin dann drauf gekommen, wie das geht. Also, wenn man einen Mitarbeiter wirklich da klingen will, in einem Baumarkt. Sie sind eigentlich unter Artenschutz, aber wenn man wirklich anfangen will, dann habe ich gestern gelernt, man muss sich ganz unauffällig bewegen und vor allem so tun, als würde man nichts brauchen. Ja, wenn die spüren, du brauchst was, das spüren die auf 100 Meter, sind schon weg. Also am besten so desinteressiert die Regale anschauen, wie man so geschaut. Nicht? Aus dem Augenwinkel habe ich schon den Mitarbeiter gesehen, aber doch jetzt ja nicht hinschauen, wenn du hinschaust, ist er weg. Und im letzten Moment, ja, bin ich dann hingesprungen und gesagt, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Der hat mich angsterfüllt angeschaut, ja, hat sich umgedreht, ist davon gerannt, ich bin hinten nachher, ich habe mir gedacht, die kriege ich. Ja, der springt in die Heimsauna, riegelt die Tür an, grabt sich in den Rindenmulch, ich habe mir gedacht, mit mir nicht. Bin gegangen zur Motorsägenabteilung, habe mir eine Motorsäge ausgepackt, habe mein eigenes Tier eingeschnitten in die Sauna, will hineingehen und ihn stellen. In dem Moment kommt die Security, haut mich raus. Es ist nicht zu fassen. Als Konsument hast du keine Rechte mehr. Und dann bin ich heim, zum Kühlschrank, mache auf, das Bier schaut mir an. Ich habe gesagt, na, das ziehe ich heute durch. Greif ganz nach hinten zum Orangensaft. Setze mal, vorher reiße ich den Tetrapack auf. Na gut, aufreißen habe ich nicht müssen. Er war schon offen. Jedenfalls setze ich an und spüre im ersten Moment, das ist komisch, der ist nicht wirklich süß. Dann habe ich so was Halbfestes, Schleimiges im Mund. Das war der Schimmelpfropfen. Und ich habe dann leider mit Wodka desinfizieren müssen. Es war eine medizinische Maßnahme. Halbe Flaschen Wodka ist dann schon wichtig. Trinke, was klar ist. Gell? Also sage, was wahr ist, trinke, was klar ist. Genau. Was Drittes gibt es auch noch. Weiß ich nicht mehr. Silenzium, der Film. Mit Joachim Kroll, Maria Köstlinger, Simon Schwarz und vielen anderen ist jetzt streambar. Man sagt, man kann eben streamen. Es ist streambar. Streambar ist was, streambar, es heißt streambar.